Und es geht fulminant los. Nein, anders. Mit Thomas Anders und Uwe fahren Krug-Petersen. Das wird bestimmt eine spannende Sache. Das ist gut. Es geht aber noch weiter. Mit Malte. Geil. Kelly, dem Tanzmariechen des Jahres. Ich freue mich drauf. Und wir erst auf TV Total. Gleich Pro 7. So, wir machen ein kleines bisschen Werbung. Gleich sind wir wieder da, meine Damen und Herren. Und dann bei uns zwei Legenden. Thomas Anders und Uwe Fahrenkrog-Petersen haben sich zu einem Duett zusammengeschlossen. Und gleich wird auch noch die Siegerin von Let's Dance, so heißt es, ja. Maite Kelly bei uns zu Gast sein und Bestseller-Autorin Katharina Weiß. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Jetzt wird's spektakulär. Ja. Ein Highlight der Sportschau ist für mich immer wieder das Tor des Monats. Wem glaubt man's mehr als ihr? So, jetzt wird's aber wirklich spektakulär, meine Damen und Herren. Denn jetzt ist es wieder soweit! Zwei Legenden geben sich die Hand und gründen ein neues Duo. Der eine war lange Zeit Mastermind hinter Nena, hat große Hits für Nena geschrieben. Und der andere war Mastermind hinter Dieter Bohlen und hat mit Dieter Bohlen als Modern Talking große Erfolge gefeiert. Jetzt haben sich diese beiden zusammengetan und gründen ein Duo, was die Welt erobern wird. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich genauso wie ich und hier sind Thomas Anders und Uwe Fahrenkrog-Petersen. Thomas Anders, Uwe Fahrenkrog-Petersen. Herzlich willkommen. Das ist ja sehr vielversprechend. Zwei der großen Masterminds des Popgeschäfts tun sich zusammen. Was können wir denn jetzt erwarten? Wird das irgendwie Modern Talking? Das klingt wie Lena, Freud kommt raus. Wie Nena oder wie muss ich mir die Musik vorstellen? Na, Thomas ist ja eine klassische Stimme der 80er sozusagen. Jeder ist sofort irgendwie drin und es gibt ja selten noch Sänger in Deutschland, die singen können. Der war irgendwie mein Favorite dabei. Ich habe meine Wurzeln in den 80ern, also es ist Musik mit den Wurzeln in den 80ern, aber mit den Beats und Sounds von heute. Okay, und du bist denn der Produzent auch? Ich bin Produzent und schreibe die Songs 50-50, also so hat es auch angefangen. Ich habe die Musik gemacht, er hat gesungen und dann haben wir gesagt, warum machen wir es nicht gleich zusammen? Wie sieht das bei euch dann aus? Macht ihr das auf die Entfernung per Internet oder setzt ihr euch zusammen und einer fängt an zu klimpern und dann sagt er, hier, ich habe eine gute Melodie? Oder? Nein, Uwe hat die Songs geschrieben, auch wirklich nicht nur du alleine, auch er war in Schweden, erzähl du am besten, von Los Angeles wirklich die besten Songs weiter überhaupt. Und dann bekam ich die Songs rübergeschickt und wir haben einfach diskutiert. Heute ist ja alles machbar. Skype, ja. MP3, man ist ja innerhalb von Sekunden vernetzt und man kann im Grunde Entscheidungen treffen. Das ist das Tolle. Und dann haben wir uns in Berlin im Studio getroffen und aufgenommen. Und das war ziemlich problemlos. Ein ganzes Album. Ein komplettes, rundes Album. Das hier ist das Album, das können wir hier sehen. Anders Fahrenkrog heißt es. Wieso Two? Ist doch erst das erste Album. Naja, wir sind doch zwei. Ach so. Dass man dir das erklärt, ist ja gut. Das ist natürlich was anderes. Das ist die aktuelle Single. Die erste Single heißt Gigolo. Warum? Naja. Wegen dir? Frag ihn. Er kam auf die Idee. Ja, na gut, ich hab's, eigentlich über ihn geschrieben. Also, deswegen. Ja, er ist ja sonst immer so der liebe, nette, ganz romantische Sänger. Und er hat ja natürlich auch eine Dark Side. Und die wollte ich auch mal beleuchten. It's for me to know and for you to find out. Ja. Gab es lange Diskussionen, wie ihr euch nennen wollt als Duo? Ja, endlos, ja.
also ewig lange. Also es gab über Monate Diskussionen über Namen und irgendwann kam man auf Anders Fahrenkrog. Es war ja noch so dieses Problem mit Anders Fahrenkrog-Petersen, weil er ist Uwe Fahrenkrog-Petersen. Aber ich wollte nicht mit dem dritten ja, unterhalten. Ja, ich würde wahrscheinlich so gedacht, ein Trio. was für Namen waren denn im Rennen? Oh. Komm, darf ich alles gar nicht sagen. Doch. Du bist doch hier erfahren mit den ganzen Namen. Du hast doch mal hier auch mal bei Popstars als Juror mitgewirkt. Da gab es doch auch so Namen. Ja, stimmt, schlimmer geht es eigentlich nicht. Was war das denn zu deiner Zeit? War das Overground? Nee, Overground, Preluders. Preluders, genau. Ja, genau. Das war natürlich ein Highlight. ein absolutes Highlight. Also die Band war super, der Name weniger. Kommt jetzt raus. Was für Namen waren im Rennen? Eins, also. Most Wanted, Eternity. Eternity. Eternity, ja. Dreck mit geliefertem Parfum, können wir dazu. AFP. No More Talking. No More Talking. das wäre zum Beispiel ein guter Name gewesen, ja. No More Talking. Was waren, wir hatten eine ganze Liste, aber am Ende. AFP war auch, aber das war dann Agence France-Presse. Bitte? Die französische Presseagentur. Okay, verstehe. Das klappte nicht. Vielleicht Tommy und Uwe wäre auch nicht schlecht gewesen. Na. Nee, das hört sich irgendwie langweilig irgendwie an. Oder wie man es bei Popstars hätte man es dann einfach Tuve genannt. Gute Idee. Ja. Aber dann bleiben wir besser bei Anders fahren. Weil ich letztendlich meine, wir sind jeder für sich ein Branding. Ich meine, warum sollen wir uns dann irgendwie einen Fantasienamen geben? Anders Fahrenkrog passt. Anders Fahrenkrog. Und wir schauen uns mal einen kleinen Ausschnitt aus dem neuen Video. Gigolo heißt es. Hier ist er. Gigolo. Anders Fahrenkrog war das Projekt. Das ist das Album 2. Aber man hört schon, aber auch natürlich die Anleihen, dass ihr beide sozusagen Kinder des 80er-Sounds seid. Auf jeden Fall. Hier diese ganzen Synthi-Sounds im Hintergrund, so ein bisschen, so ein paar Figuren wie bei Sweet Dreams und so. Ja, klar, aber ich meine, das wollen wir auch gar nicht verleugnen. Ich meine, das ist im Moment, ich wohne ja in Los Angeles, im Moment machen die das alle. Im Moment ist das total hip, 80er-Jahre-Sound. Jay-Z hat gerade Forever Young gecovert, also deswegen, und wir haben sie erfunden. Jay-Z? Ja. Forever Young, hier aus Münster? Richtig. Wie heißt er ist nach Münster gefahren und hat... Alphaville, ja, aus Münster. Genau. Und deswegen, ich meine, wir haben es erfunden und deswegen passt es einfach auch in die Zeit. Ja, das ist langsam kommen die Amerikaner auch darauf und kopieren auch sehr den europäischen Sound, was sie alle jahrelang nicht gemacht haben. Nee, das hat sich aber auch in dieser R&B-Szene, die klingen ja mittlerweile alle wie in den 90er Jahren Fun Factory und diese Bands. Eher Nana eigentlich. Nana, genau, ja. Nana. Wer erinnert sich noch an Nana? Mhm. Hier, zwei hier vorne. Nana, wie viele erinnern sich noch an Nana? Ja. Boah, geht's. Oh. Ein Fünftel. Ja. Papa Bär? Ja, weniger. Ja, so schnell gehen die Zeiten vorbei. Aber ihr wart ja immer da. Ist das auch so ein Publikum? Du weißt ja, ich weiß ja nicht, wie das mit Nena damals war. War der auch in Osteuropa so erfolgreich wie Modern Talking? Nee, wir waren mehr im Westen, Amerika, England, Asien und die haben den Osten abgedeckt. Ich glaube, zusammen haben wir 180 Millionen Platten verkauft. Ja, da bin ich immer gespannt, wie das in den verschiedenen Kulturkreisen ankommt. Geht ihr damit auch nach Russland? Das ist ja so ein Gebiet, wenn du nach Russland kommst, dann gibt es ja ein großes Hallo. Thomas Anders ist da der absolute Superstar. Geht ihr mit dem Projekt auch dann nach Russland? Also es wird gleichzeitig veröffentlicht. Also das ist kommt am selben Tag raus. Was wir machen, wir gehen in Deutschland auf Tour, also im November. Okay. Und da wollen wir auch ein bisschen zeigen, was wir live können, weil es ist zwar natürlich 80er-Jahre-Musik, aber wir sind jetzt nicht nur Sinti, sondern man kann es auch auf der Bühne wirklich auch live rüberbringen. Okay. Da freuen wir uns drauf. Und was mit Russland oder mit dem Rest der Welt passiert, sehen wir. Aber wir sind ganz guter Dinge. Ich bin total happy. Ich bin mal gespannt. Ich höre mal rein, wie so die anderen Songs klingen. Auch aber gut. Das ist natürlich, deine Stimme ist schon sehr prägend. Ja. Ne? Da kommt man nicht dran vorbei. Nee, das macht auch riesen Spaß, als Songwriter für so jemanden zu schreiben. Und wie gesagt, heutzutage ist es sehr selten, dass überhaupt nur einer singen kann in Deutschland. Ja, das ist richtig. ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Projekt. Die aktuelle Single Gigolo und natürlich das Album Anders Fahrenkrog. 2 heißt es. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Viel Erfolg. Dankeschön. Thomas Anders und Uwe Fahrenkrog-Petersen.